Es ist viel Geld und man muss ja, ja nur 4 Ziffern nacheinander rein und die richtige Zahlenkombination rausbekommen. Die 7 ist die erste Zahl, 01379441000, wenn Sie mitmachen wollen. Jetzt anrufen wir also und wir kommen zum ersten Thema heute Morgen. Es gibt einen Frontalangriff auf die Geschmacks- und auf die Sehnerven. Körperteile, da sind wir wieder bei den Körperteilen. Wird er uns gleich noch zeigen. Und es ist alles irgendwie verdaulich. Man meint es gar nicht. Davor war der, glaube ich, in Kambodscha und da hat er so angebrütetes Ei gegessen. Das finde ich super lecker dort, wenn es schon angebrütet ist. Und dann, lecker ist ja überhaupt so eine Sache. Ne? Man findet manche Dinge schön oder lecker und andere finden das nicht. Zum Beispiel ist unsere Nageldesignerin Nicole, die junge Frau, die wir Ihnen schon mal vorgestellt haben, auch ziemlich ausgeflippt. Und was sie schön findet, finden auch andere nicht unbedingt schön. Aber sie hat einen vollen Laden in ihrem Nagelstudio. Und jetzt will sie noch einen aufmachen. Hatte ich zu viel versprochen? Nein, liebe Zuschauer. Jetzt kommen wir zu zwei Männern, die ja auch, sagen wir mal, phänotypisch sehr männlich sind. Also man erkennt sie sofort als Männer. Nun sind sie auch noch Boxer geworden und zwar sehr erfolgreiche. Die beiden Klitschko-Brüder. Lotte, kannst du dich vielleicht ein bisschen konzentrieren? Beruf sehr erfolgreich, aber im Privatleben sehr unterschiedlich erfolgreich. Der schönere von beiden, nämlich Wladimir. Das ist der schönere? Es ist der Schöne. Unter uns Frauen ist es der Schönere. Ist aber in der Liebe nicht so erfolgreich, hat sich ja nun gerade getrennt von seiner kleinen, süßen Freundin. Ganz anders Vitali. Der hat sich nicht getrennt, der ist sehr glücklich mit seiner Frau. Und das Geheimnis der Liebe hat er uns verraten. So, jetzt genau. Jetzt, genau, 6:10. Richtig. Wir wollen schon genau bleiben. Hier. Gestern Abend war aber auch schon was los, und zwar in München. Da wurde nämlich Fluch der Karibik 4 prämiert sozusagen. Und alle waren da, außer der tolle Johnny Depp. Da sind sie nur extra, haben sich die ganzen Frauen in Schale geschmissen. Und der kam gar nicht. Und der kam gar nicht. Ja. Aber dafür war eine Frau da, die ist auch echt scharf. Ja, wer? Die Hauptdarstellerin. Ach, die. Lass dich überraschen. Ach, die. Genau, Penelope. Ja, das findet man ganz amüsant, wenn man es richtig weiß. Aber wenn man es denn nicht richtig weiß, macht man den Fehler und ahnt gar nicht, was es für eine Wirkung haben könnte. Christina Panhoff ist bei uns. Sie ist Bewerbungstrainerin. Also sie coachen Leute, die eine Bewerbung vernünftig schreiben wollen. Und heute bei uns freuen wir uns sehr. Wie oft falsch? Die Anrede ist falsch. Das passiert manchmal, wenn Leute ihr Anschreiben quasi als Muster nehmen und dann überschreiben. Dann ist anstatt sehr geehrte Dame manchmal sehr geehrt Herr und dann Frau. Das ist natürlich dann peinlich. Warum passieren so viele Fehler? Also das müsste man, wir haben gerade eben schön, der ist größer wie ich, besprochen. Sowas hört sich ganz schlimm an, wenn man es richtig macht im normalen Leben. Aber ganz viele reden halt einfach falsch. Die werden natürlich ihre Bewerbung dann auch nicht richtig schreiben. Wie kann man das denn so schnell, lernt man es ja nicht. Kritisch das angucken und ich empfehle, ganz groß machen, die Schrift und dann ausdrucken und dann selber auf dem Tisch, weil am Bildschirm die Korrektur ist viel schwieriger als ausgedruckt. Das ist doch ein guter Tipp. Ein Chef, der zwei Fehler in der Bewerbung sieht, die sowieso wegschmeißt und in den Müll schmeißt und gar nicht erst weiterlesen würde? Das ist zu extrem, das stimmt nicht. Allerdings, wenn ich mich... Der da vernünftig drüber lesen könnte, gibt es auch eine Stelle von offizieller Seite, wo man sich hinwenden kann? Es gibt den Frühstücksfernsehen, dann reichen wir alles weiter. Frau Panhoff, schönen Dank für Ihren Besuch heute Morgen. Ich geht knackt, liebe Zuschauer. Ich wollte unsichtbar weg. Ist leider hinüber. Naja, gut, okay. Wir nehmen es nicht so genau und begrüßen Stefan aus Dessau. Guten Morgen, Stefan. Schönen guten Morgen, Marlene. Morgen, Jan. Dessau finde ich immer super. Ist immer nach Leipzig. Ist immer eine halbe Stunde bis Dessau. Und von Dessau bis Leipzig noch mal halbe Stunde. Ja. Also immer Dessau. Und manchmal kriege ich gar nicht mit, dass ich über die Elbe gefahren bin gerade. Oh. Wegen der dicken Autobahn. Geht es Ihnen auch so? Haben Sie auch so interessante Themen, Stefan? Ja, na, selbstverständlich. Was haben Sie heute Morgen schon erlebt? Ja, ich bin bei euch durchgekommen. Das ist ja schon mal gut. Das ist ja schon mal ein Riesenerlebnis. Und jetzt bekommen Sie schon mal direkt ein Geschenk von uns. Glückwunsch! Dankeschön, Stefan, super! Kurzes Gespräch zwischen Jan und mir habe ich festgestellt, er hat noch interessantere Themen über Dessau. Was gibt es noch Wichtiges? Ich wollte nur den Unterschied zwischen Sachsen und Sachsen-Anhalt, Dessau ist ja in Sachsen-Anhalt, kurz klären. In Sachsen Richtig. Sagt man, ne, mein Gutste oder ne, meine Gutste. Nö, nö. Und in Sachsen-Anhalt sagt man aber nur meiner oder meine. Stimmt's? Stimmt's, meiner? Ja, das ist richtig. Das heißt meiner, richtig. Oh, meiner. So, jetzt Konzentration, meiner. Wir brauchen nach der 7 noch 3 Ziffern. Welche? Also, ich würde nehmen die 5, die 2 und die 6. Die 6. Klingt vielversprechend. Ich tippe es mal ein, ja? Wir haben da, hatte gerade so ein Bauchgefühl,
Dass ja, ich dachte, dass es diesmal klappt. Ja, ich hab's auch gedacht. Aber nichts gewesen, außer Meino, Spesen. Das hat nicht sollen sein. Aber wir wünschen alles Gute. Und der Tagespreis ist ja auch super. Den alleine schon, ne? Meiner? Ja. Da fehlt doch was. Ja, der fehlt meiner, auch was. Vor allem, wenn es ja gar nicht meiner ist. Ah, die reden halt nicht lange um Brei rum, sondern kommen direkt zur Sache. Meiner, du bist meiner. Ja. Also, liebe Grüße nach Sachsen-Anhalt und bis bald. Danke. Dann. Tschüss. Schönen Tag noch. Danke. Tschüss, danke fürs Mitspielen. Tschüss. Danke. Und so geht's weiter bei uns.